Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich hab grad ein bisschen Hearthstone, es ist Sonntagabend. Und morgen ist ja Adventure Sync, 9 Uhr, so wie immer. Mir fehlen noch 2 Kilometer und ich habe nicht Platz für 2 Eier. Ein Ei braucht noch 300 Meter und das andere 1, irgendwas. Da dachte ich mir, nee, nicht, dass ich nochmal rausgehe zum Brüten. Aber in letzter Zeit wurde viel berichtet von Adventure Sync und dass man sein Handy schütteln kann, ein paar Bewegungen machen kann und da ganz leicht Kilometer sammeln kann. Das werde ich jetzt versuchen und dann schauen wir mal, ob ich 2 Plätze frei machen kann für die Adventure Sync Belohnung. Seitdem ich die erste Szene gedreht habe, sind auch schon wieder ein paar Tage vorbei. Ist auch eine Menge passiert, könnt ihr gerne abchecken. Und bevor ich es wieder vergesse, ihr könnt gerne liken, ein Abo oder einen Kommentar da lassen, um den Kanal zu unterstützen. Auf jeden Fall hatte ich dieses mit dem Schütteln gemacht und Bewegen, um die gefälschten Kilometer zu sammeln. Habe aber das Spiel angemacht und habe keine Veränderung gesehen. Am nächsten Tag für die Adventure Sync Belohnung hatte ich aber freien Platz, also am nächsten Tag habe ich mich eingeloggt, kurz davor, und habe aber gesehen, die Eier haben sich geöffnet und ich hatte Platz für 2 Eier von der Adventure Sync Belohnung, kam aber nichts Gutes raus. Ich hatte wohl zu früh oder zu schnell wieder ins Spiel reingeschaut und es hatte sich noch nicht aktualisiert. Die Schritte haben sich noch nicht hinzugefügt. Das Ganze will ich jetzt etwas genauer und etwas intensiver, etwas krasser testen. Wir haben heute Dienstagabend oder Dienstagnachmittag. Heute Abend endet das Event, der Schlüpfmarathon ist vorbei. Bis dahin, bis 22 Uhr, gibt es noch Doppelbonbon und Doppelstaub aus den Eiern. Ich habe jetzt noch gerade 7 Eier drin und die versuche ich jetzt nur von zu Hause, weil heute gehe ich sicher nicht mehr raus, nur von zu Hause mit diesem Schütteln und was weiß ich zu brüten. Und da noch Doppelbonbon und Doppelstaub mir rauszuholen. Mal schauen, ob das so funktionieren wird. Es sind 5,5 Kilometer. Also das ist schon viel. Schauen wir mal. Ich erstatte euch dann Bericht. Muss noch ein paar Kilometer zu Ende laufen, bevor das Event zu Ende ist. Ich habe jetzt, während ich ungeklickt geschaut habe, ein bisschen geschüttelt. Ich bin mal gespannt, wie viel ich gemacht habe. Mal schauen, ob ich das noch schaffe, bevor das Event zu Ende ist. Weil bis 20 hier gibt es immer noch Doppelbonbon und Doppelstaub. Wir haben gebrütet ein Aerodactyl? Ah ne, wir haben mehrere Sachen gebrütet, deswegen. Boah, krass. Das ist krass. Auf jeden Fall, ich habe 4 Eier gebrütet, nur durch Schütteln. Das ist ein Tangela gewesen, Potrot, Kleinstein und Aerodactyl. Und ich habe gesagt, bei den 10ern hier, oder jetzt 6,7 Eier, haben noch 5 Kilometer gefehlt. Und jetzt fehlen nur noch 2,2. Also wir sind ungefähr 2,8 Kilometer durch Schütteln haben wir die erreicht. Eine neue Art des Cheatens, Leute, Schütteln. Aber mehr dazu in einem Video die Woche. Für das Video teste ich es ja gerade mit dem Schütteln. Funktioniert das nur mit Adventure Sync? Ja, das funktioniert nur mit Adventure Sync. Wie schüttel ich spezielle Taktik? Ich habe keine spezielle Taktik, ne. Ich habe das Video von FLW Videos natürlich gesehen mit der Socke. Aber das kann ich echt nicht machen mit der Socke. Bringt das Schütteln überhaupt was? Ja, das bringt was. Das bringt tatsächlich was, aber du brauchst Adventure Sync. Wenn du einfach so schüttelst, dann bringt das nichts. Muss Pokémon dabei an sein. Ich habe gehört, das sollte lieber aus sein. Weil dann ist Adventure Sync aktiv. Ich glaube, ich kaufe mir eine Autorennbahn, lege mein Smartphone drauf und hoffe auf ordentlich Kilometer. Das funktioniert so nicht. Das hat irgendwie was mit Bewegung zu tun. Es wurde mal so getestet. Der hat es auf den Fahrradkorb gelegt. Oder in den Fahrradkorb. Und ist mit dem Fahrrad rumgefahren. Und es war nicht so effektiv, wie als er es in seiner Hosentasche hatte und Fahrrad gefahren ist. Also irgendwie hat es auch mit Schütteln und Bewegung zu tun. Und nicht mit der Distanz, die es zurücklegt. Oh jeder. Wisst ihr noch, wie viel wir vorhin gebraucht hatten? 2, irgendwas, gell? Jetzt brauche ich nur noch 1. Wir haben 1,2 Kilometer gemacht. Es hat sich aktualisiert. So schnell haben wir die Eier gebrütet. Ist schon echt eine Frechheit. Das ist echt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall ein Zehner. Wahrscheinlich 3. Nee, ich glaube 2. 2 Zehner. Einer hat ein bisschen mehr gebraucht. Brauche ich leider nicht. Nummer 2. Oh. Kann ich gebrauchen? Ah.
6,43. Okay, zwei Eier haben wir auch noch gewütet. Fleckmann. So. Wir haben 800 Meter, sollen wir die auch noch zu Ende schütteln? Ich glaube, die schütteln wir auch noch zu Ende schnell. Wie man am besten schüttelt, das weiß ich noch nicht. Ich bin ein Schüttelanfänger. Da muss, glaube ich, jeder seine eigene Technik erfinden, herausfinden. So, Bildschirm an. Ei, ist geschlüpft. Und ich glaube, mit dem Sternstück noch. Bummels. Aber 8700 Staub, was will man mehr? Das, was ihr gerade gesehen habt, das ist auch schon eine Woche wieder her. Ja, seitdem kam Kyogre und Godon, das wurde nur noch geradet. Aber in der Zwischenzeit haben echt eine Menge Leute gefragt, wie das mit dem Schütteln und den Kilometern geht. Die Schüttelart, die Schütteltechnik, ich weiß nicht, ob es da die beste Technik gibt. Du schüttelst halt einfach dein Handy, versuchst da halt irgendwie Bewegung und Geschüttel reinzubekommen. Ich glaube, da muss jeder seine eigene Technik entwickeln. FLW Videos hat zum Beispiel eine verrückte Technik, da steckt er sein Handy in eine Socke und dann lässt das irgendwie so auf und ab wippen. Und auch eine Zuschauerin, eine Kollegin, die Sabrina, macht auch Videos, war in dem Livestream mit dabei, wo ich angefangen habe zu schütteln. Da hat sie über ihre spezielle Technik geredet, aber keiner der Zuschauer hat gecheckt, was sie meinte. Da hat sie extra dafür ein Video gemacht. Das könnt ihr auch gerne abchecken. Was ich meine mit Pendelbewegung. Herrgott, so schwer ist es doch nicht. Handy. Bewegen. Bein. Handy. Ich verlinke beide Videos von den speziellen Techniken. Auf jeden Fall, wie ist das machbar? Ja, durch Adventure Sync. Weil normalerweise ohne Adventure Sync zählt ja nur die Distanz. Und jetzt mit Adventure Sync eben auch Bewegung und Geschüttel. Es gibt sogar Geräte, die das nachmachen jetzt, wo man einfach sein Handy reinlegen kann und dann könnte man rein theoretisch Kilometer dafür sammeln. Aber ob sich das so lohnt? Anderer Aspekt ist natürlich jetzt, worüber wir reden müssen, der moralische Aspekt. Ist das Cheaten? Sollte man das ausnutzen? Will man das ausnutzen? Man macht halt Kilometer, ohne sich zu bewegen. Aber an sich bewegt man sich ja schon und man nutzt ja das Adventure Sync Feature. Also an sich ist ja, spricht ja eigentlich nichts dagegen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich Pokémon Go. Man macht die Kilometer durch Gehen und Distanz. Und nicht, indem man zu Hause hockt und einfach nur an seinem Handy schüttelt. Man kann halt jetzt zum Beispiel zu Hause am Abend einfach die Eier brüten. Selbst wenn man nur einen Inkubator hat, kann man den immer durchrattern lassen. Und dann zum Beispiel alle Eier aus den Geschenken durchgehen und öffnen und da abstauben. Man muss halt echt eine Menge schütteln. Ich zum Beispiel habe das bisher nicht gemacht, weil ich denke einfach nicht dran. Und selbst wenn, ist halt schon ein bisschen umständlich. Aber man könnte es machen, man könnte es ausnutzen. Man könnte davon profitieren. Machen wahrscheinlich auch ein paar. Oder wenn man einfach auf der Couch hockt und da dann Dschungelcamp oder Bachelor anschaut, dann kann man das auch machen. Ist halt so eine Frage, die man sich selber stellen muss, weil an sich ist es ja das neue Feature. Das ist es ja. Ist ja nichts gegen die Regeln oder so. Wir haben jetzt nur ein bisschen geschüttelt, aber ich werde es mal richtig krass testen, also richtig ausnutzen und da echt die ganzen Eier aus den Geschenken zum Beispiel, also wirklich alles, den ganzen Tag das machen und schütteln und brüten und das dann ausnutzen und mal schauen, wie krass das genau ist. Ah ja, viele haben auch noch gefragt, wie das Ganze genau funktioniert, also nicht nur das mit Adventure Sync, sondern auch, ob das Spiel an sein muss, im Standby-Modus oder so. Also ich habe gehört und die Erfahrung gemacht, es ist am besten, wenn das Spiel aus ist. Weil wenn das Spiel an ist, dann ist ja theoretisch, also so, dann ist ja theoretisch, ich sag mal, die Schritte-Zählen-Mechanik vom Spiel gerade aktiv. Und so ist halt Adventure Sync aktiv. So stelle ich es mir halt vor. Weil ich habe, außerdem ist, man schüttelt ja Ewigkeiten. Macht natürlich wenig Sinn, wenn du so schüttelst. Weil irgendwann kommst du eh entweder so an den Knopf oder es geht von alleine aus. Aber an sich funktioniert es auch, wenn das Spiel halt gar nicht an ist. Und dann schüttelst du, weil das ist ja die Adventure Sync Funktion. Das Spiel muss nicht an sein. Und irgendwann, wenn du dann zurück ins Spiel kommst, dann werden dir die Kilometer gut gerechnet. Deswegen in dem Bezug so viele Fragen bekommen, macht euch darüber nicht so viele Sorgen, sondern fangt einfach an zu schütteln. Ja, abgesehen davon könnt ihr auch eine Menge raiden. Wir haben noch ein Wochenende, wo Kyogre und Godan da sind. Ich war gestern auf Tour. Mal schauen, ob ich am Wochenende nochmal reinhau. Ich brauche immer noch ein gutes Kyogre und ein Shiny Kyogre. Da habe ich noch kein Glück. Bei Godan läuft es besser. Ich habe 9,96er und 3 Shiny. Wobei die Shiny leider alle schlecht sind. Aber ich bin auf jeden Fall fleißig am Raiden. Das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr vom Schütteln haltet. Macht ihr das oder findet ihr es nicht korrekt?
Eure Meinung unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neue Motive sind am Start. Schaut vorbei. Ansonsten vergesst nicht, Pokémon ist serious business.